Noch im Sommer haben Kanzlerin Merkel und Präsident Obama vorm Brandenburger Tor ein Loblied auf die deutsch-amerikanische Freundschaft gesungen. Jetzt ist diese empfindlich gestört. Denn der Verdacht scheint sich zu erhärten, dass der US-Geheimdienst NSA Merkel ausgespäht hat. Jahrelang über ihr Handy. Über die Parteigrenzen hinweg empört sich Berlin. Die Rede ist von einem ernsten Vertrauensbruch. Kein leichter Gang für Ronald Pofalla. Erst vor 3 Monaten hatte der Kanzleramtschef vollmundig erklärt, nichts dran an den Spionagevorwürfen. Jetzt ist er sichtlich empört darüber, dass er und die Bundesregierung womöglich belogen und die Kanzlerin selbst abgehört wurde. Es würde sich hierbei um ein Vorgehen handeln, das unter Partnern und engen Verbündeten völlig inakzeptabel ist. Das würde nach meiner festen Überzeugung einen schweren Vertrauensbruch darstellen. Wütend auch die Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums, obwohl es sich noch nur um einen Verdacht handelt und viele Fragen offen bleiben. Wie lange reicht die Abhöraktivität der Amerikaner zurück? Haben Sie auch schon die Mobiltelefone von Bundeskanzler Schröder abgehört? Nach dieser Sitzung kann niemand in Deutschland mir sagen, jedenfalls auf lange Zeit, dass das Verhältnis zu den USA und den US-Geheimdiensten nicht getrübt ist. Einbestellt ins Auswärtige Amt wurde am Nachmittag der US-Botschafter, ein deutliches Signal der Missbilligung. Die Bundesregierung fordert von Washington außerdem ein Nicht-Spionage-Abkommen, in dem förmlich festgelegt wird, dass wir uns unter anderem nicht gegenseitig ausspionieren. Und nun, so der Kanzleramtschef, seien die Amerikaner am Zug, die Fakten umgehend auf den Tisch zu legen.